Den Lightning Talks, der fängt an, der Alamvi, über raumzeitliche Analyse und Optimierung urbaner Energiesysteme unter Verwendung von OSM-Daten in QGIS. Bitteschön. Vielen Dank für die Gelegenheit. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute würde ich euch etwas über das Thema freie Daten für die Modellierung städtischer Energiesysteme etwas erzählen. Die Titel ist nochmal raumzeitliche Optimierung und Analyse urbaner Energiesysteme unter Verwendung von OpenStreetMap-Daten und geografische Informationssysteme. Trotz des großen Potenzials für die Nutzung von erneuerbaren Energien und Flexibilisierungstechnologien auf der Niederspannungsebene in zukünftigen Smart Cities finden Open OSM-Daten und GIS-Systeme in der Planung und Optimierung urbaner Energiesysteme bislang nur bedingt Anwendung. Also im Rahmen dieses Beitrags wird das Potenzial für den Ansatz für freie Daten auf der Verteilungsnetzebene untersucht. Das folgt mit Hilfe geeigneter Schnittstellen zu OSM und GIS-Datenbanken und verschiedene Analysewerkzeuge. Habe ich hier Oldenburg als Beispiel genommen, also von OpenStreetMap. Man kann die also mit Tag Building Equalias Building klein, nicht groß. Also alle Gebäude in Oldenburg, fast 50.000 Gebäude. Das ist von OpenStreetMap-Data, das ist die Raumdimension von EnergyMap. Kann man die Lage und Kapazität von erneuerbaren Energien, Anlagen auch bekommen. Also alle verwandten Daten und Tools sind quelloffen. Und damit untersucht dieser Beitrag die folgenden Fragestellungen. Welche Möglichkeiten bieten OSM-Daten für Bewertung von städtischen Energiesysteme? Die nächste Frage ist, wie kann man die Qualität OSM-Daten für Gebäude durch Mapping für die Modellierung von urbanen Energiesystemen verbessert werden? Bezüglich die raumzeitliche Analyse, also für Oldenburg als Case Study und um die kumulierte Lastprofile in Oldenburg zu modellieren, werden offene standardisierte Lastprofile und statistische elektrische Daten für verschiedene Gebäudekategorien, zum Beispiel Gewerbe, Industrie, Haushalt, genutzt. Und ich habe also die Lastprofile in Oldenburg für ein Jahr gerechnet. Und hier in diesem Bild sieht man die Lastprofile für eine Woche. Und würde ich hier auch die raumzeitliche Karte des Strombedarfs in Oldenburg zeigen. Das ist für 31 Ortsteile in Oldenburg. Man sieht hier die, man sieht, ja, wenn man die detaillierte raumzeitliche für Gebäude sieht man, das gibt es einen Technikerfehler, leider. Ja, das geht nicht mehr. Oh, das ist total was anders. Oh, alles gut. Zum Schluss würde ich über die hauptsächliche Herausforderung, nämlich Datenverfügbarkeit, eingehen. Also wie sieht man hier von OpenStreetMap, kriegt man die Lage von Gebäuden in Oldenburg, das ist Innenstadt. Und die Nutzung, die Informationen über die Gebäudenutzung ist nicht
komplett nicht optimal. Also mehr als 70% die Nutzung von diesen Gebäuden sind nicht da. Und das ist sehr wichtig für die Modellierung urbaner Energiesysteme. Deswegen also kommt die Vorschlag, also es wäre toll, wenn eine Aktualisierung der OSM-Daten durch spezifisches Mapping, also zum Beispiel Angaben zu Etagen, wie viele Wohneinheiten in diesem Gebäude gibt und auch, was wichtig ist, also genaue Definition von Gebäudekategorien, ist das Kindergarten, ist das Krankenhaus, das ist sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das Mikro. Bitte das Schild kurz runter machen, weil das sonst zu viel im Projekt. Was ist das? Ja. Okay. Dankeschön. Ah, nee, ist deiner. Ja, das ist, glaube ich, ist es deiner oder ist der von hier? Der gehört hier. Hier, okay. Du kannst ja hier an die Pointe. Dankeschön. Wer testet den Sound? Michael. Okay. Kannst du schon testen? Sag mal was. 1, 2, 3. 1, 2. Ja gut, ich werde lauter reden wahrscheinlich. Hallo, hallo, 1, 2. Okay. Dann kommt der nächste Vortrag von Felix de Latre über Karten, die verändern, Mapping mit Kindern und Jugendlichen. Bitteschön. Okay, vielen Dank. Ich bin eigentlich als Entwickler in digitaler Medien tätig gewesen, mache gerade einen Master in Geoinformationssystemen und habe die letzten 10 Jahre relativ viel im Entwicklungszusammenarbeitssektor gemacht. Für mich ist es wichtig, wie wir die Werte, die wir in der normalen Gesellschaft auch haben, in die Technologie übertragen können und dabei insbesondere Partizipation, Inklusivität und das Teilen. Und dafür ist natürlich Open Source und freie Daten genau das Ding. Wenn es tut. So, wir haben die Geospatial Revolution, das ist die Demokratisierung der Kartenerstellung. Das Wissen ist verfügbar, die Tools sind verfügbar, wir können also alle loslegen. Und zwar nicht nur die, die wir hier sitzen, die Profis, sondern auch alle anderen Leute. Das heißt, jeder kann teilnehmen und jeder kann auch einfach mitmachen. Mit jeder meine ich auch wirklich jeder in dem breiten Spektrum der Vielfalt und der Diversität. Und das ist, glaube ich, wirklich, was wirklich neu geworden ist und anders geworden ist. Weil bis jetzt haben wir, die meisten Leute, die Karten erstellt haben, vor allem historisch gesehen, waren Westeuropäer, waren Männer, waren weiße Menschen. Und ich glaube, wenn sich das ändert, dann ändert sich auch einiges zum Positiven für die Karte. Bei OpenStreetMap, die Profis sind die Locals, also müssen die Locals ran. Und dadurch haben wir auch einen deutlich höheren Wert in unseren Karten, als wir sie bis jetzt hatten. Zudem kommt die Technologie, ein sinnvolles Schaffen mit Technologie, nicht nur Konsum, nicht nur Facebook, nicht nur WhatsApp, sondern etwas damit erstellen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit einer weltweiten Karte diesen Entwicklungsansatz zu leben. Also die Leute können wirklich auch dafür was tun, dass sie irgendwie nach vorne und weiterkommen. Kinder, warum Kinder? Ich glaube, dass bei Kindern es sehr einfach ist, sie zu begeistern. Faszination Technik. Und es gibt einen spielerischen Ansatz, den man wunderbar auch mit Karten ausleben kann. Kinder und Jugendliche stehen für Veränderungen und Kinder und Jugendliche können Karten erstellen, die verändern, wenn man sie auch danach fragt. Ganz gut hat es der Landesrepresentative von Nicaragua in Wörter gefasst. Die Kinder können mitmachen als Denker und als Implementers und dadurch echte Lösungen auch vorschlagen. In dem Kontext möchte ich euch einfach 3 Beispiele geben. Das erste, Bluefields in Nicaragua, das ist ein Teil des Landes, der sehr benachteiligt, wenn nicht sogar vergessen ist. Es ist eines der gefährlichsten Gegenden in dem Land und es gibt auch einige ethnische Spannungen, aber auch ein ethnisches Potenzial dadurch, dass so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenleben. Spielerisch haben wir uns an Karten und an die Abstraktion des Raumes herangetastet, sowohl mit Papier, mit den Smartphones, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben.
Und die Kinder haben zum ersten Mal eine Karte ihrer Umgebung erstellt. Erst individuell und dann gemeinsam. Und haben Informationen auf der Karte hinzugefügt über Plätze, die für sie gefährlich sind oder auch die positiv für sie sind. Dabei kommen natürlich sehr individuelle Eindrücke und Realitäten aber dann zusammen. Und diese Daten, die kann man sich natürlich angucken, entweder nebeneinander und man kann sie natürlich auch zusammenfassen. Und in dem Moment haben wir den Kindern eine Stimme gegeben, weil jeder Erwachsene, Schuldirektion, Polizei, Stadtverwaltung, was auch immer, direkt sehen können, hier, dort gibt es ein Problem. Und sie können fragen, warum, und man kann da vielleicht was dagegen tun. Und die Schüler selber können natürlich auch entsprechende Lösungsansätze vorschlagen. Zweites Beispiel, immer noch gleiches Land, diesmal die Hauptstadt. Es gibt kein Busliniennetzfahrplan. Was machen wir? Wir machen ihn selber. Schüler und Jugendliche und Studenten mit den üblichen Werkzeugen, Papier und GPS-Gerät, fahren die Buslinien ab und erstellen so gemeinsam die Information eines Busliniennetzplans. Was daran neu ist, das gibt's ja schon öfter, aber dass dieses direkt in OpenStreetMap gemacht wurde. Das war gut, weil wir dadurch zeitlich unabhängig waren, wir konnten mit verschiedenen Leuten verschiedenen Niveaus reden und so weiter. Arbeiten, Entschuldigung. Und so wurde zum ersten Mal das komplette Netz dieser Stadt erfasst und ist in OpenStreetMap verfügbar als offene Daten. Es ist nicht so normal, dass es einen Busliniennetzfahrplan in jeder Stadt der Welt gibt. Vor allem nicht im globalen Süden. Davon haben wir eine Web-Applikation erstellt, eine Papierkarte, die ich auch hier habe, aber keine Zeit habe, sie aufzumachen. Dieser Plan ist auch wieder als offene Daten auch im Vektorformat verfügbar. Das Design, was wir mit Leuten dort natürlich gemacht haben, damit es deren Designansprüchen und deren Verständnis von Karten auch entspricht. Und so haben die Leute jetzt zum ersten Mal eine einen Liniennetzfahrplan. Auch die Busfahrer waren sehr begeistert davon. Tatsächlich hat der Busfahrer gesagt, den ersten Tag, wo er zur Arbeit gekommen ist, hatte er nicht die Information, wo er hin musste und musste seine Passagiere fragen. Die Community möchte gerne weitermachen und das als GTFS-Format rausbringen. Dazu brauchen wir 500 Euro. Wenn jemand Lust hat zu spenden, Werbung, bitte da hingehen, support.mapanica.net. Das ist für eine gute Sache und für eine lokale OSM-Community. Und ansonsten breche ich hier ab, weil der dritte Beispiel habe ich keine Zeit mehr, aber vielen Dank und... Vielen Dank, Felix. Dann, du findest deine Sachen. Nee, du musst noch. So? Jetzt habe ich es. Ich habe es mal auf On geschoben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, schwierig von so einem Thema überzuleiten. Egal. Dann kommt der dritte Vortrag von Dominik Helle über Magna Carta, einfaches Kartenstyling für Map-Server und Mapnik. Bitte, Dominik. Ja, danke für die Einführung. Schwierig von so einem sehr interessanten Thema überzuleiten, wieder zu was Technischem. Aber probieren wir es mal. Wenn nicht, musst du dein drittes Beispiel nochmal machen, wenn alle gelangweilt sind. Genau, einfaches Kartenstyling für Map-Server und Mapnik. Karten, wie entstehen die eigentlich? Weiß ja wahrscheinlich jeder, der hier sitzt. Wir haben irgendwelche Datenquellen, zum Beispiel Postgres, Shapefiles, GeoTIFF, was weiß ich was. Nehmen die, packen die in irgendwelche Kartenrenderer. In der OSM-Welt wird die auf Mapnik verwendet. Aus der GIS-Welt hat man auf Map-Server oder Geo-Server oder Degree oder wie sie alle heißen.
dann habe ich Quellen und ich habe Renderer und das Ganze muss ich ja noch irgendwie quasi zum Ausdruck bringen. Ich muss ja quasi sagen, wie sehen meine Daten aus, die ich habe. Viele kennen vielleicht so ein Map-File, da gebe ich an, hier, ich habe mein Datentyp, mein Shape-File und das hat die Farbe, die ich da angebe, kann ich halt so schreiben. Wenn ich das Ganze in einem Mapnik XML machen will, sieht das Ganze halt zum Beispiel so aus. Alles nicht so, wo man sagt, okay, so als Mensch ist jetzt nicht so einfach zu lesen, ist jetzt hier quasi auch, ne, wie bei dem Map-File, was ich eben hatte, ich habe hier ein Shape-File, ich habe ein Polygon, das fülle ich mit einer Farbe. Wenn ich jetzt bedenke, ich habe eine ganze komplette große Karte, da habe ich ja nicht nur ein Polygon, da habe ich ja sehr komplexe Ausmaße. Wenn hier die Leute vom OSM Standard Styling oder vom deutschen OSM Styling mich bestätigen können, das ist halt sehr komplex. Und wenn ich das per Hand schreiben muss oder so, werde ich wahnsinnig. Was haben wir gedacht? Okay, man sagt Kartenstyling. Gibt es ja Kato CSS. Kato CSS, relativ bekannt, durch die Firma Mapbox geworden, durch Tilemill. Das war halt so der erste Ansatz, sag ich mal, das interaktiv auch so ein bisschen zu machen. Ist zur Auszeichnungssprache. Wer CSS kennt aus dem HTML-Bereich, ist es quasi einfach gesagt CSS für Karten. Ich übertreibe es jetzt, ne? Also ist ja ein Lightning Talk in ganz kurz. Hat die Less-Syntax. Was kann ich damit machen? Kurz zur Einführung. Ich kann zum einen Variablen definieren. Ich kann sagen, okay, mein Land hat eine bestimmte Farbe. Ich kann aber auch sagen, okay, mein Land hat zwar eine bestimmte Farbe, aber ich möchte das in bestimmten Sachen aufhellen. Ich möchte zum Beispiel sagen, okay, mein Land hat die Farbe grau, aber wenn es zum Beispiel eine Ackerfläche ist, ist es 10% heller als mein Land. Das heißt, ich kann halt sehr einfach sehr viele Sachen machen. Ich kann aber auch zum Beispiel Filter schreiben. Das heißt, ich kann schreiben, okay, wenn mein Land eine bestimmte Größe hat, eine bestimmte Einwohnerzahl hat oder hier zum Beispiel, ich kann auch Sachen verschachteln. Wenn ich zum Beispiel ein Gebäude habe in der Zoom-Stufe 13, hat mein Gebäude eine bestimmte Farbe. Wenn es jetzt aber zum Beispiel ein Gebäude vom Typ Education ist, möchte ich es gerne rot haben oder zum Beispiel auch ein öffentliches Gebäude. So kann ich halt sehr schnell, sehr einfach quasi, sag ich mal, was runterschreiben, in Anführungsstrichen, um quasi eine Karte zu stylen, um quasi das Ganze schön zu machen. Haben wir uns gedacht, ist ja schön und gut, dass das gibt, aber irgendwie sind wir mit dem, was es gibt, noch nicht ganz zufrieden, weil eigentlich möchte ich ja, wenn ich schon so ein CSS habe, möchte ich auch sofort sehen, was tue ich in meinen Karten überhaupt und möchte das einfach haben. Haben wir uns gedacht, okay, was möchten wir haben? Zum einen möchten wir, dass das Styling unabhängig vom Renderer ist. Also egal, ob ich jetzt Mapnik habe oder Mapserver, möchte ich, dass mein Kato CSS in mein entsprechendes XML oder Map-File gemacht wird. Und ich möchte es schnell und leicht nutzen. Was immer ganz wichtig ist, damit man es auch benutzt, ist, dass halt menschenfreundlich ist. Weil wenn sie so ein XML schreiben oder so ein Map-File schreiben, ich weiß nicht, also als ich damals angefangen habe, habe ich immer so seitenweise Map-Files per Hand geschrieben und Copy-Paste und tralala. Das ist zwar auch schon 10 Jahre her und 15, aber das macht man halt per Hand und das macht einfach keinen Spaß. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen Magna Kato. Ziel ist es quasi, mit einem Programm dieses Kato CSS zu interpretieren und egal, ob ich jetzt Mapnik oder Mapserver habe, das gleiche Ergebnis rauszubekommen. Das Ganze funktioniert natürlich, wenn man sagt, ah, okay, wir machen das auf Konsolenbasis, sind ja Entwickler, kein Problem, dass man das Ganze quasi aber vielleicht auch ein bisschen schön macht, ein bisschen modern macht, haben wir gesagt, okay, wir packen da noch eine App zu, wo man natürlich auch sagen kann, okay, ich möchte meinen Shapefile einbinden oder ich möchte meine Postgres-Datenbank einbinden, ich möchte einzelne Layer ein- und ausblenden. Da haben wir uns gedacht, was ist noch cool? Eigentlich ist es auch cool, mehrere parallele Kartenfenster zum Beispiel zu sehen. Weil wenn ich ein Styling habe, wirkt sich das ja meistens nicht nur auf ein Zoom-Level aus, sondern auf mehrere. Und dann soll es vielleicht auch noch live aktualisieren. Und das haben wir gemacht und haben gesagt, okay, wir machen mal ein neues Open-Source-Projekt, nennen wir Magna Kato. Rausgekommen ist quasi links dieser Editor. Da kann ich Kartenausschnitte hinzufügen. Ich kann Layer ein- und ausblenden. Ich kann Shapefiles definieren. Ich kann Ich kann SQL-Statements definieren, sehen wir zum Beispiel hier. Und ich kann mit meinem Lieblingsbrowser, ich halte das mal kurz an. Ich kann mit meinem Lieblingstexteditor, hier ist zum Beispiel Sublime oder sonst was, halt auch die Stylings bearbeiten. Das sieht man hier leider sehr schlecht. Hier rechts wird gleich der Wert der Gebäude einfach mal ausgetauscht. Das heißt, ich setze einfach einen anderen Rotwert und ich sehe, wenn ich es denn hinkriege,
Ich sehe sofort die Änderungen in der Karte. Das heißt, ich kann wirklich ein Kartenstyling machen, indem ich direkt drin arbeite. Das heißt, dass die App merkt, hey, es hat sich was an der Ursprungsdatei geändert und du kannst sofort die Ergebnisse sehen, die du am Styling änderst. Und so kann ich halt ein Kartenstyling auch wirklich konsequent machen, hab halt am Ende immer noch dieses Kato-CSS und kann aber auch quasi einen Map-File rausschreiben in meinen Map-Server oder einen Mapnik-XML. Und theoretisch, wenn jemand Muße hat, können natürlich auch Geo-Server oder sonst was unterstützt werden. Und ich habe die Möglichkeit, quasi aus diesem Kato-CSS wirklich einfach schnelle Karten zu machen. Das Ganze ist natürlich Open Source. Der Code liegt aktuell auf GitHub. Es wird zur Phosphor-G wahrscheinlich auch noch ein kleines noch mehr README geben im Sinne von, wie benutze ich das Ganze mit ein paar Beispieldaten. Funktioniert jetzt aber auch schon, installieren kriegt man es auch schon. Apache-Lizenz und vielen Dank für Fragen, einfach an mich wenden oder an Oliver. Danke. Vielen Dank. Gut, dann haben wir noch einen vierten Vortrag von Michael Meyer, der gestern schon kurz erzählt hat. Heute nochmal spontan, ich glaube ohne Folien, doch mit Folien, ohne Folien, aber mit Demo, nochmal was über Rollstuhl-Mapping erzählen wird. Gut, Michael, bitte. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich langweile diejenigen, die das gestern schon gehört haben, nicht, aber heute ist durchaus etwas anderes Zielpublikum als die Hardcore-OSM-Truppe. Und was habe ich gestern vorgezeigt? Ich habe in Graz für ein Projekt Rollstuhl-Routing implementiert. Das wird jetzt ein Plädoyer für Bürgersteige als eigene Wege. Denn nur so ist Rollstuhl-Routing sinnvoll möglich. Ihr seht hier Routing-Algorithmus, das Ganze ist der Routing-Server läuft auf einem eigenen Service bei mir zu Hause. Die Routing-Profile sind frei, findet ihr bei mir auf GitHub. Das Ganze ist jetzt mit der Open-Source-Routing-Maschine implementiert. Aber welchen Routing-Service ist jetzt eigentlich egal? Ich wollte nur die Auswirkungen zeigen, warum man eigene Kanten für Rollstuhlfahrer als sinnvoll erachtet. Und zwar, was passiert hier? Hier haben wir einen kleinen Bereich und er schickt einen von den Grünen zum roten Punkt um den ganzen Park herum. Was ist passiert? Wenn wir uns jetzt auf den Quelldaten in Jossen die Kreuzung ansehen, schaut das so aus, Stil, der diese Eigenschaften der Wege etwas hervorhebt. Was ist passiert? Ich will von hier nach hier. Hier habe ich 6 cm Gehsteigkante. Eine Gehsteigkante, die höher als 3 cm ist, ist für einen Rollstuhlfahrer ein unüberwindliches Hindernis. Das ist so wie ein 2 Meter Zaun für uns. Er kommt da einfach nicht rüber. Er muss einen Umweg fahren. Ohne diese Eigenschaft auf eigene Wege und Hindernisse auf den Wegen aufzulagern, ist es sehr schwierig, wenn ich diese Eigenschaften an die Straße mit Gehweg links habe, 2 cm Gehsteigkante von hier bis hier, dann muss ich die Straße sehr oft aufbrennen, macht keinen Sinn. Und auch so kann ich viel genauer die Weglänge berechnen, als wenn ich das jetzt da anhand des zentralen Weges machen könnte. Hier habe ich 6 cm Gehsteigkante für einen Rollstuhlfahrer, ist unüberwindlich. Hier habe ich zum Beispiel eine Steigung von, haben wir, 12%, sind nur 6% erlaubt laut DIN-Norm. Okay, muss ich drum herum routen. Auch noch eine kleine Karte mit den, wo das Ganze dann visualisiert wurde, wo ist es hier, wo ich dann auch einfach nur gewisse Dinge aufgezeigt habe, das ist dann für die Stadtverwaltung, wo sie sehen, na, warum müssen sie denn die Gehsteigkanten noch korrigieren. Und da haben wir einen Bereich in Graz,
in Sachen Macromapping mit Papier und Bleistift händisch erfasst. Ja, und diese Detailinformation geht ohne eigene Wege nur sehr schwierig. Es wird sich in der OpenStreetMap immer mehr ins Micromapping hineingehen, einfach weil wir auch die Bedürfnisse derjenigen befriedigen müssen, die, ja, die sich zu Fuß oder auf zwei Rädern, die nicht hintereinander, sondern nebeneinander sind, befriedigen wollen. Und wir wollen ja niemanden ausschließen in der OpenStreetMap. Und von daher würde ich hoffen, dass wenn sich jemand die Zeit nimmt, die Bürgersteige schon mal einzutragen, lasst euch nicht schrecken von den doppelten oder dreifachen Geometrien, irgendwer wird sie schon mal brauchen. Und das so einzuzeichnen, bringt jetzt auch für die Fußgänger einen Mehrwert, einfach weil ich die, das Routing in der Hinsicht genauer wird, weil ich ja nicht die 5 Meter Abstand zur Straße habe, wo mich der Straßengraf die Länge berechnet. Wenn ich den Straßengraf genauer habe für die Fußgänger, wird auch das Fußgängerrouting so genauer. Soll jetzt ein Hinweis sein, dass das für manche Leute gebraucht wird. Also bitte nicht Gehsteige einfach wieder rauslöschen, die jemand vorhin hineingezeichnet hat. Vielleicht hat er das schon mal im Vorhinein eingezeichnet, so wie ich es in Graz gemacht habe. Ich habe vorher einfach nur Gehsteige eingezeichnet, ohne irgendwelche Steigungsinformationen, ohne Gehsteigkanten, damit ich sie mal nachher ausdrucken kann und auf den Walking Papers dann vor Ort erfassen kann. Es gibt manche Städte in Österreich, wie Linz zum Beispiel, da werden schon ganze Flächen mit Gehsteigen zugepflastert. Ja, vielleicht hat da jemand mal was vor. Und selbst wenn diese Gehsteige redundant erscheinen für manche Benutzer, sind sie es nicht. Vielen Dank. Kurz Fragen noch? Oder mag noch jemand einen Leitungsbau? Dankeschön. Ich hätte auf jeden Fall noch einen Veranstaltungshinweis. Es findet jetzt das an.